Liebe Leute, ich grüße euch. Guten Tag heute zum Video aus St. Goar. Wir sind an der linken Rheinstrecke. Ja, ich muss mich wieder ein bisschen umgucken, damit ich merke, ob was passiert. Linke Rheinstrecke zwischen Koblenz und Mainz an diesem Montag vor Weihnachten 2020, dem beklopptesten Weihnachten, das wir wohl alle jeweils erlebt haben werden. Bevor später am Tag ein großes Regengebiet anzieht, weiß gar nicht mehr, wann wir das mal hier zum jetzigen Zeitpunkt zuletzt hatten, bin ich nochmal unterwegs. St. Goar, wie gesagt, linke Rheinstrecke, Koblenz-Köln. Eine Anlage, die mit etwas weniger Ampeln auskommt, weil sie hier nur so eine Einbahnstraße in diese Richtung oder Fußgängerweg sind. Also relativ klein. Aber sich eine Vollschranke und eine Kamera gegönnt hat, also ein TV-Bahnübergang. Darf der Fahrdienstleiter ein bisschen Bahn-TV gucken. Die Kamera steht jetzt direkt neben der Fahrdienstleiterkamera. Das seht ihr gleich noch in der anderen Aufnahme. Die wollte ich jetzt aber nicht unbedingt mit drauf haben. Zugverkehr, DB-Fernverkehr mit IC- und ICE-Zügen, ICE-Baureihen ICE1 und ICET. Planmäßig. Nahverkehr, Mittelrheinbahn, RB26 mit die Siro ML von Transregio zwischen Köln und Mainz. Die hält hier. Dann der Regionalexpress 2 aus dem Süwex-Netz von Regio Mitte mit Flirt-Triebwagen. Der hält hier auch. Der Bahnübergang ist jetzt, der Bahnhof ist in die andere Richtung. Und Flex mit dem RE17 Koblenz-Kaiserslautern mit Lind-Triebwagen. Der hält hier meines Wissens nicht. Das, ja, und Güterverkehr und sonstiges. Aber gut, jetzt Montag vor Weihnachten. Ich erwarte jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja, ihr kennt das Glück des Tüchtigen. Ihr seht's, ich stehe mal wieder im Regen. Aber ich habe im Notfall noch ein trockenes Auto. Also von daher, ich käme mit Regen zurecht. Gut, dann schauen wir hier mal uns ein bisschen was an. Und viele Grüße aus St. Goar. Ja, und wie wir hören, auch ohne Gong, das hätte ich noch vergessen zu ergänzen. Und jetzt habe ich mir das Auto halt ein paar Meter näher rangeholt, dass man bei Bedarf schnell flüchten kann. Dann noch eine Korrektur zur Haltepolitik. Sowohl der Regionalexpress 2 als auch der RE17 halten hier nur morgens und abends mit einzelnen Zügen. Ansonsten hält hier planmäßig nur die Mittelrheinbahn an.
Moin. Störe ich Sie? Nee, ich muss Robert messen. Alles klar. Ich mache nur ein Filmchen vom Bahnübergang. Kein Problem. Das ist gut. Das Abwasser oder was? Ja, muss neuer Deckel drauf. Wir fahren nicht mit dem Auto drüber. Ist doch eigentlich eine Einbahnstraße, ne? Ja, aber wenn die hier. Sonst wäre ich jetzt auch von da hochgefahren, durfte ich aber nicht. Also bin ich die Runde gefahren. Einmal hier rüber fahren, genau. Und dann ist hier. Ja, die fahren dann immer hier rein und dann ist der erste Mal drin hängt. Na ja, gut. Alles klar. Alles klar. Gut, dann. Im Zweifel einen größeren mitbringen. Ja, ja. Alles klar. Ciao. Ciao. Ja, sollte sich der nette Herr im Video dann wiedererkennen, was ich mir jetzt beim besten Willen kaum vorstellen kann. Lieben Gruß. Es ging ihm um dieses hier. Das sollte mal eine Platte sein oder ein Deckel. Und die Autos schaffen es doch immer mal wieder, hier entsprechend auszuweichen und dann den Deckel zu zerstören. Ja, naja, denken wir uns unseren Teil dazu. Oh, ich sehe in meinem Rücken was sehr Schönes anrollen. Freut euch mal mit mir. Diese Zufallstreffer sind einfach die schönsten, wenn man nicht weiß, was kommt. Zwei 218er von Rail Systems mit einem Arbeitswagen dran. Nicht schlecht.
Freunde, im Juni 2011, ich musste gerade noch mal nachgucken, wann es war, gab es hier auch einen Stellwerksbrand. Ja. Dinge von der Bahn brennen nicht nur in Mülheim-Stürum. Hier auch, sogar schon eher. Warum schließt er jetzt schon wieder? Ich bin noch gar nicht so weit. So, wie ist es denn hier? Schön. Ist das hier was? Gucken wir mal. Nee, es gefällt mir noch nicht. Aber wir lassen erstmal die Schranke zugehen. Hier führt so ein kleiner Fußgängerweg hoch. Ich hätte gern das Andreaskreuz hier noch mit drauf. Das sind so Sachen, die mache ich normalerweise, wenn die Kamera aus ist. Aber die Zeit haben wir gerade nicht. So, muss reichen. Kann er sonst noch eine Sequenz machen. Also Juni 2011 gab es ja auch einen Stellwerksbrand. Ich weiß nicht, was hier ursächlich war. Dazu war ich zu wenig in der Thematik drin. Auf jeden Fall gab es danach auch wochenlang ziemlich große Behinderungen. Fernverkehr ging serienmäßig über die andere Rheinseite und all sowas. Spätestens da kannte jeder Eisenbahner dann St. Goar. Das gibt's doch nicht. Da habe ich so eine beschissene Position hier. Und dann kommt die neue Euro-Dual hier lang gefahren. Eine Baureihe 159 hat man die einklassifiziert. Und das ist so eine, die erste Serienlok, die sowohl elektrisch als auch mit Diesel längere Strecken fahren kann. Aber ich glaube, man hat es trotzdem ganz gut erkannt. Okay, nehmen wir die Perspektive vom Anfang nochmal mit. Die hat mir gut gefallen. Hier ging die Schranke jetzt deutlich schneller runter als eben. Daher vermute ich mal, da das Ding ja TV überwacht ist, dass der Fahrensleiter die Möglichkeit hat, was heißt die Möglichkeit hat, er muss dann den Schließvorgang der Schranke selber einleiten. So einen hatte ich auch mal in Duisburg zu steuern, das gibt es tatsächlich. So, letzte Runde und dann tschüss.
irgendwie haben wir es jetzt mit so mit illustren Fuhren, ne? Eine 152, die vier Einheiten der 426 hinter sich herzieht. Auch nicht schlecht, so in meinem langen Eisenbahnerleben noch nicht gesehen.